Wo steht es denn, dass es 10 Teilnehmer sein müssen zu einem Gottesdienst? Wir hatten so eine Bibel. Und außerdem war das bei Juden nur so, und da mussten 10 Männer sein. Wenn man schnell die Männer zählt, ob man jetzt aufhören müssen oder weitermachen können. Also das ist der Untergang. Es ist zwar gut gemeint, um den Gemeinden deutlich zu machen, pass auf, wenn ich mir zusammenkomme, dann ruckt mir zusammen. Aber ich bin hier seit 1973. Mir ist es nicht gelungen, die Dörfer so zusammenzubringen, dass sie jeden Sonntag nur ein Gottesdienst kommen. Da sagen die Waschlauber, nee, wir gehen mit zur Kirche. Die Nieder waren wir heute nicht, die hätten wir schließen müssen. Heute den Gottesdienst, wir waren 5. Das geht nicht. Wo steht es denn, dass das Abendmahl nicht so wichtig ist? Das habe ich heute wieder erfahren. Ich war ganz traurig. Herr Pfarrer, wir gehen in die Kirche. Schön. Aber feiern kein Abendmahl, was kalt ist. Das ist wunderbar. Ich bin bei euch so viele Jahre gewesen. Ich habe gepredigt, was die Mitte des Gottesdienstes ist. Und wegen der Kälte machen wir es nicht. Ich sage, gut, dann machen wir eine Rebsalzmesse ganz kurz und dann ist die Sache erledigt. Wo steht es denn, dass Unmündige laut werden, nur weil sie Selbstdarsteller sind? Und das dürfen. Erschreckt nicht, denn der wahre Feind der Kirche kommt von innen, aus den eigenen Reihen. Von außen ist es in den 2000 Jahren nicht gelungen, die Kirche auszulöschen. Aber alle die Unruhen und die Wirrgeister von innen, das ist gefährlich. Bleibt auf dem Fundament in der Kirche, die da sind, das Wort Gottes und die heiligen Sakramente. Wir haben keine anderen Fundamente. Die sind so breit angelegt, dass du sogar mit deinem Privatglauben drauf kommst. Wer das sagt, so oft brauche ich das doch nicht, der sollte daran erinnern, dann braucht er nicht mehr so oft zu atmen. Dann wird er mal merken, was passiert, wenn ich nicht so oft atme. Da gibt er um. Und wer das nicht braucht und so, das braucht er doch nicht, der gibt im Glauben um. Haltet dem die Treue, der immer treu war, und erinnert euch an die gute Saat, die über 30 Jahre hier ausgesät worden ist. Auch die gute Saat in der Ökumene, in der Versöhnung mit den Kirchen. Auch wenn es jetzt so aussieht, als wollen sie gar nichts mehr voneinander wissen. Ja gut, in der Ehe sind sie auch nicht immer so eng zusammen, auch so bleiben verheiratet. Und so ist das auch in der Ökumene. Man kann sich nicht immer nur um den Hals nehmen. Aber wenn man richtig dahinter guckt, haben sie ja doch alle. Glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus. 2010 wird große Veränderungen mit sich bringen. Der Glaube ist uns halt genug, um alle Stürme zu überstehen. Ich bin voller Zuversicht, dass ich auch weiterhin euch allen die Quelle des Heils anbieten kann, das Brot des Lebens und den Kelch des Heils. Als Martin Luther in Erfurt seine erste Messe gefeiert hat, hat er den Kelch erhoben und hat so vor Aufregung gezittert, weil er sich gesagt hat, ich halte diesen ewigen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde, hier in meiner Hand, in meiner sündhaften Hand. Und das darf ich. So nahe kommt uns Gott. Und er sagte, wo ist denn Gott? Ja, jeden Sonntag zeigt er sich ganz nah. Der Glaube ist uns heil. Kommt alle, dem wir empfangen, kostenlos diese Gnade. Es ist eine wunderbare Einladung aus dem Psalm. Kommt, denn es ist alles bereit. Sehet und schmecket, wie gut der Herr ist. Wer glaubt, wird auch empfangen. Und wer empfängt, wird leben in Ewigkeit. Euer Herz erschrecke nicht. Solch ein unerschrockenes Herz muss auch Maria gehabt haben. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Warum man immer so tut, als wenn man Maria verehrt
dass man Jesus was wegnimmt. Er hat sie doch geliebt. Sie stand doch unter dem Kreuz. Jesus hat nicht gesagt, aber was willst du mir? Heute gedenken wir an den feierlichen Vorgang. Ich habe heute in der Predigt nicht die Betonung darauf, aber ich möchte es in der Predigt auch nicht vergessen, versäumen, davon zu sprechen. Was ist der feierliche Vorgang, als Maria Jesus das Kind in den Tempel bringt? Das war zwar nach außen hin ganz am Rande und unscheinbar, aber es war der Einzug Gottes in seinen Tempel. 12 Jahre später wird dieser kleine Jesus sagen, muss ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist. Das war der Tempel. Und alle Kirchen, die gebaut worden sind, haben genau diesen gleichen Gedanken. Es ist der Tempel Gottes. Und wir als Freude, wir versammeln uns, um diesem Gott die Ehre zu geben. Auch unser Herz sollte solch ein Tempel sein. Lest doch einmal die Adventslieder, wie oft da das Herz verglichen wird als der Tempel, in dem Gott wohnen soll. Er will hier wohnen. Und so ist das eine Wohnstätte. Und das Tabernakel, wo die Gaben aufgehoben werden, ist nichts weiter als Wohnung. Ist Wohnung Gottes. Er will unter uns thronen, unter uns wohnen. Gottes unendliche Liebe kommt zu uns. Willst du mehr verstanden werden, dann öffne ihm dein Herz. Möchtest du mehr anerkannt sein, dann erkenne ihn an. Möchtest du mehr zum Guten verändern, so lass den guten Gott zuerst in dir walten. Möchtest du mehr Liebe haben, so liebe den mehr, der dich zuerst geliebt hat. Möchtest du den Weg zum Ziel nicht verfehlen, so wage zuerst den Schritt auf den Weg, der die Wahrheit ist. Möchtest du mehr Gemeinde erleben, so lebe doch mehr in deiner Gemeinde. Und Gott segne das Kommende, weil er der Kommende ist. Schwestern und Brüder, das habe ich versucht, mein Leben lang, solange ich Pfarrer bin, zu leben und ein Stück auch zu bringen, denn eine andere Aufgabe hat man nicht. Alles andere lebt nur von der Mitte her. Und wenn du eine Mitte hast, kann dich auch nichts aus der Bahn werfen. Die Mitte ist Christus. Und deshalb haben wir vor vielen Jahren uns entschlossen, in dieser Kirche Christus groß darzustellen. Er ist die Mitte unseres Glaubens. Und an ihm halten wir uns fest. Auch 2010.